1929 entdeckte der Brite Alexander Fleming das erste Antibiotikum und die Sensation war perfekt. 10 Jahre später konnte sein Penicillin in größeren Mengen produziert und eingesetzt werden. Seitdem wurden antibiotische Stoffe millionenfach zum Lebensretter. Die moderne Medizin kann nicht mehr auf sie verzichten. Doch die Natur schlägt zurück. Bakterien entwickeln sich genau wie Menschen. Der Unterschied ist nur, dass bei den Bakterien alle 20 Minuten eine neue Generation entsteht und bei Menschen alle 25 Jahre. Die Entwicklung der Bakterien ist also schwindelerregend. Diese Bilder zeigen, dass auch Bakterien Sex haben. Die geschlechtliche Fortpflanzung oder Konjugation dient vor allem ihrer genetischen Weiterentwicklung. Bei der Begegnung zweier Bakterien kann die eine männlich werden und die andere weiblich. Über hauchdünne Röhrchen, die sogenannten Pili, werden dann nach dem Zufallsprinzip Teile der DNA ausgetauscht. Wenn sich die Bakterien anschließend teilen, verfügt ihre nächste Generation über neue genetische Merkmale. Inzwischen wissen die Forscher, dass sich durch diesen Prozess vor allem die Resistenz gegen Antibiotika weitervererben und ausbauen lässt. Die jeweils kräftigste der neu entstandenen Bakterien wird überleben. Die mit dem Kreis markierte Bakterie rechts ist der kräftigste Mutant in dieser Kolonie. Sie ist resistent. Wenn ein Antibiotikum zugesetzt wird, sterben die schwächeren, nicht resistenten Bakterien ab. Die kräftige teilt und vermehrt sich auch weiterhin. Genetisch gesehen ist in einer Petrischale voller Bakterien morgen schon nichts mehr, wie es gestern war. Wenn wir Druck auf sie ausüben, mutieren die Bakterien und passen sich an. Das kann natürlich dazu führen, dass das Antibiotikum, mit dem wir sie bekämpfen wollten, plötzlich nicht mehr wirkt. Um auch weiterhin Bakterien abtöten zu können, wurde die Zusammensetzung der Antibiotika im Lauf der Jahre immer wieder verändert. Trotzdem wuchs mit der Zahl der Antibiotika-Einsätze auch die Anzahl resistenter Bakterien. Einige von ihnen wurden inzwischen zu Superbakterien, die gleich gegen mehrere Präparate resistent sind. Wir Menschen wollen schneller sein als die Evolution. Doch immer, wenn wir ein neues Antibiotikum einsetzen, entwickeln die Bakterien eine Resistenz dagegen. Die Frage ist nur, mit welcher Geschwindigkeit und über welche Mechanismen. Die neuen, besonders widerstandsfähigen Bakterien bildeten sich dort, wo die meisten Antibiotika eingesetzt werden, in Krankenhäusern. Ausgerechnet den Orten, an denen wir von unseren Krankheiten geheilt werden wollen. In einem Krankenhaus sind kranke Menschen, die Antibiotika bekommen. Außerdem haben sie ständig Kontakt mit anderen Menschen, die ihrerseits resistente Organismen auf ihrer Haut tragen. Das alles macht die Krankenhäuser zu einer bakteriellen Welt für sich. Wir haben schon recht, wenn wir uns dort nur aufhalten wollen, wenn wir krank sind. Längst tauchen in den Krankenhausstationen immer wieder Bakterien auf, die gegen Antibiotika resistent sind. Inzwischen gibt es aggressive Mikroben, die sich sogar in medizinischen Geräten entwickeln. So widerstandsfähig sind sie. Einzelne Mikrobenkolonien gedeihen selbst in Gummiringen, auf kleinen Silikonresten und so weiter. Allein im vorigen Jahr starben in den USA 88.000 Menschen an Infektionen, die sie sich im Krankenhaus zuzogen. Einige Leute tun so, als ob die immer neuen Krankheiten ein Problem wären, das aus Afrika zu uns kommt. Ich kann nur sagen, Entschuldigung, Leute, aber sie kommen direkt aus unseren hochmodernen Hightech-Krankenhäusern.
Augenblicklich sorgt vor allem diese Bakterie in medizinischen Kreisen für Unruhe. Staphylococcus aureus, kurz Staph aureus. Diese Kugelbakterien haben Stämme entwickelt, die scheinbar schon jetzt gegen jedes Antibiotikum resistent sind. Sie können völlig harmlos auf unserer Haut leben. Doch wenn sie in die Blutbahn geraten, wirken sie schon nach Tagen tödlich. Bislang wurden diese Staphylokokken mit einem Antibiotikum namens Meticillin bekämpft. Ein neuer Stamm dieser Bakterien ist aber auch dagegen resistent. Die sogenannten MRSA, Meticillin-resistente Staph aureus. Das Problem der MRSA verschlimmert sich ständig. Heute bestehen die Staphylokokkenpopulationen vor allem aus diesen Bakterien, die gegen Meticillin resistent sind. Und das nicht nur in unserem Land, sondern fast überall. Die immer größere Verbreitung resistenter Bakterien könnte bald selbst unbedeutende Routineeingriffe zur tödlichen Gefahr machen. Schon die kleinste Wunde könnte dann zu einer Infektion mit tödlichem Ausgang führen. Auch in dieser Klinik haben Infektionen schon zu Todesfällen geführt. Allein in letzter Zeit würden mir auf Anhieb 3 Fälle einfallen, in denen Kinder an Bakterien starben, die gegen alle Antibiotika resistent waren. Wir müssen uns also beeilen. Bislang blieb den Experten noch eine Waffe im Kampf gegen die resistenten Bakterien, Vancomycin. Ein Antibiotikum, das nur im Notfall eingesetzt wurde, weil es unter anderem die Nieren schädigen konnte. Durch immer größere Reinheit war dieses Medikament in den vergangenen Jahren verbessert worden. Doch jetzt scheint auch dieser letzte Trumpf wirkungslos zu bleiben. In Japan infizierte sich ein Baby während einer Herzoperation mit Staph aureus Bakterien. Diesmal erwies sich auch Vancomycin als wirkungslos. Das war das erste Isolat, das sogar gegen Vancomycin resistent war. Eine Warnung, die keiner überhören konnte. Inzwischen gab es auf 4 Kontinenten Fälle einer Vancomycin-Resistenz. Seit 1,5 Jahren ist das wirklich zum Problem geworden. Niemand weiß, wie schnell die Entwicklung verläuft. Wir können nur abwarten. Jahrzehntelang schienen Antibiotika im Kampf gegen die Bakterien eine unschlagbare Waffe. Die Entwicklung neuer Mittel wurde lange vernachlässigt. Heute wird fieberhaft nach Alternativen gesucht. Längst kommt dabei nicht mehr nur die gute alte Chemie zum Einsatz. Die Pharmazeutik nutzt Computer und analysiert sogar die Gene der Bakterien. Im Jahr 2000 wurde tatsächlich ein neues Antibiotikum zugelassen. 3 weitere sollen folgen. Diese Neuentwicklungen werden auch die heute schon resistenten Bakterien abtöten können. Doch letztlich führen auch sie den Teufelskreis nur fort. Je stärker die eingesetzten Mittel, desto stärker werden letztlich auch die neuen Bakteriengenerationen. Diese Organismen haben schon deutlich größere Anfechtungen überstanden als unsere Antibiotika. Sie haben sich gegen diese Gefahren mit Strategien geschützt, die wir noch nicht durchschauen. Wir haben doch tatsächlich geglaubt, dass wir ein paar Antibiotika entwickeln und dann sind wir von bestimmten Bakterien befreit. Heute denkt keiner mehr, dass wir den Kampf gegen die Bakterien so leicht gewinnen können. Schon jetzt führt die Antibiotikaresistenz dazu, dass die alten Geißeln der Menschheit eine Renaissance erleben. Selbst Krankheiten, die längst ausgerottet schienen, kehren heute in schlimmerer Form zurück. Vor 50 Jahren waren die Experten fest davon überzeugt, dass die Tuberkulose ein für alle Mal besiegt sei. Im Rückblick müssen wir allerdings feststellen, dass diese Euphorie etwas voreilig war.
Überall auf der Welt gibt es inzwischen Tuberkulosebakterien, die gegen alle Medikamente resistent sind. Am weitesten verbreitet sind sie wohl in Russland und den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Medikamente helfen hier nicht mehr. In Russland wird schon jeder fünfte Tuberkulosepatient chirurgisch behandelt. Wo die moderne Medizin nicht mehr weiter weiß, geht man also vor wie im 19. Jahrhundert. Das infizierte Stück Lunge wird herausgeschnitten. Die Rückkehr zu den Methoden der Vergangenheit könnte in der Zukunft zum Alltag werden. Resistente Tuberkulosebakterien verbreiten sich inzwischen auch in den reicheren Städten der Erde. I went to the doctor. You know what the doctor said? Say you got the TB, son. And I had to hold my head, you know. In New York überraschte das Auftauchen einer resistenten Tuberkuloseart alle Experten. Seit dem frühen 20. Jahrhundert war es dort zu keiner ähnlichen Häufung von Fällen gekommen. Mediziner sahen darin eine Warnung vor künftigen globalen Gefahren. Die Kommunalpolitiker waren völlig überfordert. Nur Fachleute konnten die Krankheit richtig einschätzen und die Bedrohung, die sie darstellt. Fachleute wie Paula Fujiwara. Man kann sich kaum vorstellen, mit welcher panischen Angst New York City reagierte. Leute, die sich infiziert hatten, starben, vor allem wenn sie außerdem an AIDS litten. Dabei zählt Tuberkulose normalerweise und wenn man die richtigen Medikamente zur Verfügung hat, nicht mehr zu den Krankheiten, an denen man stirbt. Die Menschen befürchteten, dass sich praktisch jeder mit dieser potenziell unheilbaren Krankheit infizieren könnte, egal ob man als Pendler aus Connecticut kam, auf der schicken Upper West Side wohnte oder im ärmsten Teil von Harlem. Gegen diese Tuberkulose gab es nur eine einzige und eher unangenehme Waffe: die Injektion eines hochprozentigen Cocktails giftiger Substanzen und Antibiotika. Eine Behandlung, die bis zu 2 Jahre dauern konnte. Doch schon die bloße Menge an Medikamenten stellte für viele Patienten eine Überforderung dar. Sie brachen die Behandlung ab. Eine abgebrochene Medikation würde allerdings zur Entstehung immer resistenterer Bakterien führen. Wir sagten uns, dieser Kampf kann nur Patient für Patient gewonnen werden. Dafür mussten wir aber sicherstellen, dass jeder auch brav seine Medizin nahm. Das konnte allerdings nur durch drastische, fast mittelalterliche Maßnahmen kontrolliert werden. Auf dieser Insel vor Manhattan werden Menschen gegen ihren Willen festgehalten. Sie haben kein Verbrechen begangen, sie leiden unter Tuberkulose. Im Goldwater Memorial Hospital wird darauf geachtet, dass sie ihre Behandlung auch abschließen. Sie bleiben so lange hier, bis sie geheilt sind. Und das kann Jahre dauern. In New York wurden die Gesetze geändert, damit Patienten notfalls eingesperrt werden können. Wer sich der Behandlung widersetzt, kann bis zu ihrem Ende festgehalten werden. Dabei kann es sich um 6 Monate handeln, aber auch um 1 oder sogar 2 Jahre. Die Polizei hat mich in Handschellen abgeführt. Ich dachte, dass sie mich verhaften. Aber sie brachten mich nur ins Goldwater Hospital. Von dort kommt man nicht so schnell wieder weg. Sie hatten mir das schon angedroht, aber ich wollte es einfach nicht glauben. Und jetzt war es soweit. Ah, wo ist der Mann?